RBB aktuell heute Abend live vom Treptower Hafenfest. Schiffe gibt es hier jede Menge und da passt unser nächstes Thema wunderbar. Es geht um die Piratenpartei. Aber die bewegen sich gerade in den Umfragen eigentlich irgendwo zwischen 2 und 3%. Also richtig vorwärts geht es gerade nicht. Dabei muss man sich wirklich die Augen reiben, weil schließlich gibt es gerade einen Ausspähskandal gigantischen Ausmaßes. Nicht millionenfach wurden Bürger ausgespäht von US-Geheimdiensten und deutsche Behörden haben dies scheinbar unterstützt, aber irgendwie will das in den Umfragen nicht richtig zünden und darum ging es heute auch beim Brandenburger Parteitag der Piraten in Bad Liebenwerda. Er ist derzeit überall, wo auch die Piraten sind, Edward Snowden und der Überwachungsskandal. Die Partei will mit dem Thema Stimmen gut machen und wählt die Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg zur neuen Vorsitzenden. Der Überwachungsskandal interessiert jetzt vielleicht nicht jeden, aber es gibt relativ viele Leute, die zu mir kommen und die sagen, es erinnert mich sehr, sehr stark an früher. Es ist wirklich dieses Überwachungsgefühl wieder da. Doch bislang bleibt ein neues Umfragehoch aus. Werte wie noch vor 2 Jahren erreichen die Piraten jetzt nicht mehr. Zwischen 3 und 4% liegen sie laut Umfragen. Die Wähler für Netzthemen gewinnen, das soll zum Beispiel mit Krypto-Partys gelingen. Also Treffen, bei denen die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Mails oder Chats verschlüsseln. Aber bleibt dem Landesverband dafür genug Kraft? Es gibt viele Querelen. Der alte Landesvorsitzende ist Anfang des Jahres zurückgetreten. In Bad Liebenwerda sorgte heute die Parteienfinanzierung für Ärger. Bitte antworte jetzt, was hat Geld gekostet, was hat das gekostet? Und immer wieder wird auch Anke Domscheit-Berg angegriffen. Sie stelle sich zu sehr in den Vordergrund. Die Stimmung ist also nicht die beste. Jetzt gerade zur Bundestagswahl ist die Arbeitsbelastung noch mal sehr, sehr viel mehr gesteigert worden und da ist es manchmal auch ein bisschen ruppiger. Die Laune hochhalten, selbst wenn es bei der Wahl nicht mit den 5% klappen sollte, das könnte die größte Herausforderung werden. Ich sehe das nächste Jahr als das kritischste Jahr für uns an. Da wird sich also zeigen, ob wir stark genug uns aufgestellt haben, um das auch so durchstehen zu können. Genug Nervennahrung werden die Piraten also weiter brauchen. Die Piraten und ihr Weg vor der Bundestagswahl. Dieses Thema wollen wir vertiefen mit dem Parteienforscher und mit dem Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer. Schönen guten Abend und schön, dass Sie bei uns sind. Ja, guten Abend. Im vergangenen Jahr, da ist ein Buch von Ihnen erschienen. Sie haben das Phänomen der Piraten beleuchtet, haben die Partei so ein bisschen eingeordnet und Sie haben prognostiziert, dass die Piraten für die Bundestagswahl 2013 kaum zu stoppen sein werden. Das müssen Sie jetzt wohl korrigieren, oder nicht? Ja, ich habe aber auch prognostiziert, dass sie in Zukunft Probleme bekommen werden und viele der Probleme haben sie bekommen. Und was ich nicht vorausgesehen habe, war, dass sie sich so zerfleischen innerparteilich und praktisch ein ganzes Jahr lang nur noch streiten. Und das hat ihnen natürlich wirklich sehr geschadet bei den Bürgern. Sie haben gerade schon gesagt, dass man sich intern so ein bisschen zerfleischt, aber warum kommen die Piraten nicht vom Fleck? Nur deswegen? Ja, das ist das eine. Die Leute nehmen sie jetzt als Chaosgruppe wahr, das kann man wirklich sagen, weil der Streit eben öffentlich ausgetragen wurde. Und zwar ja nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch in Berlin. Da ist ja die Fraktion fast auseinandergebrochen. Und zudem haben sie die Medienunterstützung verloren, schon seit langem. Das war ja am Anfang, wurden sie ja hochgehoben, ja, und jetzt berichtet niemand. Sie dringen nicht mehr durch mit ihren Themen. Und drittens muss ich sagen, der Skandal selbst, der ist für die Bürger selber weit weniger aufregend und erregend als für die Medien. Also Sie meinen jetzt Prism, diesen ganzen Ausspähskandal, ja richtig. Aber trotzdem kann man doch als Partei, wenn man das intelligent anstellt, doch die Befindlichkeiten anpieksen, sage ich mal, der Bürger und vielleicht doch Kapital daraus schlagen. Ja, das versuchen sie ja auch. Sie haben diesen Skandal nicht verschlafen, wie manche andere Sachen vorher. Aber sie dringen überhaupt nicht mehr durch. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie jetzt kein Alleinstellungsmerkmal mehr haben, weil die anderen Parteien, die SPD, die Grünen, die Linke, die greifen dieses Thema ja auf. Und die sind dann bei den Bürgern diejenigen, die das Thema dann auch bearbeiten. Wir schauen mal, was man noch an Wahlthemen aufgreift als Piratenpartei. Bedingungsloses Grundeinkommen, Rechte der Prostituierten stärken und weniger Hürden bei Asylanträgen. Befindet man sich da auf dem richtigen Weg? Ja, das einerseits sind es Themen, die andere Parteien auch haben. Ne? Bedingungsloses Grundeinkommen ist SPD, Grüne und Linke. Also auch wieder kein Alleinstellungsmerkmal. Und das mit den Prostituierten, das lockt natürlich keine Wähler an, das muss man ja sagen. Okay, viele haben den Eindruck, dass der Bundestagswahlkampf eher schleppend verläuft. Wir schauen jetzt mal, es sind nicht mal mehr 50 Tage. Die CDU lehnt sich zurück, verweist auf die Kanzlerin. Die SPD strampelt und strampelt, kommt nicht vorwärts. Und die anderen Parteien sind auch so in Lauerstellung. Wie fällt denn Ihre allgemeine Einschätzung aus?
Ja, noch haben wir einen ziemlich langweiligen Wahlkampf gehabt zumindest. Jetzt ist ja das Prison-Thema da, aber auch das zieht nicht so furchtbar, wie man ja an den Umfragen sieht. Es tut sich ja nicht so sehr viel. Aber wir haben ja noch die heiße Phase vor uns, das sind die letzten 3 Wochen. Und da kann noch viel passieren, weil es gibt nur sehr, sehr viele Leute, die unentschlossen sind und noch nicht wissen, was sie tun sollen. Genau, alle reden ja auch über die Nichtwähler, die werden ja auch wohl eine große Rolle spielen. Die Berliner haben jetzt auch ihre Wahlbenachrichtigungen bekommen und sind vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen in Stimmung und beobachten das Ganze. Eine Mehrzahl der Deutschen wünscht sich, so, wenn man den Umfragen glaubt, eine große Koalition. Glauben Sie, dass das denkbar ist, auch wenn die SPD das beharrlich verneint? Ja, denkbar ist es schon. Also wenn Schwarz-Gelb es nicht schafft und Rot-Grün auch nicht, dann bleibt ja nur Union und Grüne. Das wird sehr, sehr schwer. Und wenn das nicht funktioniert, wovon ich eigentlich ausgehe, dann muss die SPD springen. Dann muss sie diese Koalition machen, denn sie kann ja nicht sofort wieder Neuwahlen fordern, sonst wäre sie ja unten durch bei den Wählern. Herr Niedermayer, letzte Frage. Wo landen die Piraten bei der Bundestagswahl? Ich vermute mal bei 3%. Okay, das ist ein Wort. Herzlichen Dank und schön, dass Sie zu uns gekommen sind, hier zum Treptower Hafenfest, der Parteienforscher Oskar Niedermayer über die Piraten. Danke, dass Sie bei uns waren.